Hallo, meine Freunde. Ich hoffe, dass ich diesmal aufnehme und es nicht streame. Gut. Willkommen bei dem neuen Video. Denn das letzte Mal haben euch die Wortwitze sehr gefallen und heute spielen wir Wortwitzwein. Ich werde natürlich nicht selbst spielen. Ich war ein bisschen zu unkonzentriert das letzte Mal. Das heißt, diesmal spectaten wir ein bisschen. Aber manchmal muss man auch anderen zuschauen. Da ist ja, wie gesagt, die Konzentration wesentlich besser. Gut, was gibt es also zu erzählen? Aktuell bin ich ja nach wie vor dabei, eine Diät zu machen. Ja, ich ernähre mich bewusster, gesünder und will natürlich so werden wie früher. Ja, früher war ich sportlich, ja, fast schon animalisch. Ja, da habe ich sie einfach alle rasiert im Sport. Aber dem ist nicht so und ich will das natürlich ändern, was aber nicht einfach ist. Ah, ich habe schon die Ernährung so umgestellt, aber Sport muss wieder sein. Das ist aktuell sehr, sehr schwierig und ich habe natürlich immer noch das Verlangen, häufig Computer zu spielen, mich zu entspannen. Damals habe ich zum Beispiel viel Empire at War gezockt, na, das Star Wars-Spiel. Da war ich natürlich am liebsten Rebell und die hatten ja diese großen Kampfschiffe, die Mon Calamari-Schiffe. Die habe ich sehr, sehr gern gebaut. Absolut wichtig gewesen. Außerdem habe ich noch Heroes of Might and Magic gezockt. Auch ein super tolles Spiel. Und da kann ich euch einen Geheimtipp geben. Baut immer die Ballista möglichst früh. Naja, aber wie gesagt, ich zocke jetzt ab und zu mal am Bus, um die Zeit totzuschlagen. Aber wie gesagt, früher war es so ein bisschen besser. Lag aber auch daran, dass ich natürlich mehr gemacht habe. Heute sitze ich hier rum. Damals habe ich am Krankenhaus gearbeitet. Ich war ja Kriegsdienstverweigerer. Naja, und diesen Zivildienst war ich Krankenträger im St. Georg. Das ist ein Job, wo du quasi die Betten und die Patientin von A nach B fährst, zum Röntgen zum Beispiel. Das war sehr anstrengend, weil wir waren sehr viele Krankenträger und manchmal haben sich so die Betten in der Nähe der Fahrstühle und sowas ziemlich verkeilt. Und ich habe mich halt sehr, sehr viel bewegt und damals hat überhaupt keine Rolle gespielt, was ich gegessen habe. Ich konnte alles essen. Heute muss alles super gesund sein, gerade Petersilien sind super wichtig. Naja, aber heute, wie gesagt, heute muss ich drauf achten. Damals habe ich alles gefressen. Ne? Und wenn ich so zurückdenke, geht mir das ganz schön auf den Sack. Aber ich nehme es absolut optimistisch, ne? Und weiß natürlich, dass ich jetzt an mir arbeiten muss. Ich muss aber sagen, dass der Zivildienst eine Zeit ist, die ich auch so ein bisschen vermisse. Ne? Ich hatte einen sehr, sehr strukturierten Alltag gehabt. Und auch wenig später habe ich die Liebe meines Lebens getroffen. Aber dazu kommen wir noch später. Während des Zivildienstes habe ich nämlich jemanden kennengelernt, der war aus Luxemburg. Ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Aber irgendwann kam der irgendwie nicht mehr so richtig zur Arbeit. Ah, der war plötzlich nie da. Das war natürlich ziemlich nervig, schon beinahe eine Katastrophe. Denn wir mussten die Pläne und so weiter umschreiben und ich musste Doppelschichten machen. Als TV-Dude. Ja, sehr unangenehm. Aber es gab zwei Tagesstufen für mich. Na, den Zivildienst morgens bzw. abends, je nachdem, was für eine Schicht war. Und dann auf der anderen Seite habe ich natürlich viel zu Hause gezockt. Habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Könnt ihr euch noch früher erinnern, dass man so Dateien am Rechner mal kleiner gemacht hat, damit ihr mehr Platz habt? Naja, ich habe mir gedacht, WinRAR muss nicht sein. Man kann auch WinZip verwenden. Aber wie gesagt, die Option liegt ja im Prinzip bei euch. Ich fand es aber auch ganz cool damals. Nach meinem Zivildienst habe ich dann ja mich neu orientieren müssen. Ich habe mich versucht, für ein Studium zu bewerben. War nicht einfach. Und habe quasi FSJ gemacht. Na, freiwilliges soziales Jahr. Das war eine wichtige Erfahrung für mich, denn wie gesagt, Sport habe ich damals schon langsam aufgehört. Aber ich war immer noch sehr teamorientiert. Ich musste dann mit den anderen Zivis zusammenarbeiten, aber das hat meistens gut funktioniert. Nur einer, der war halt richtig, richtig dumm. Na, den hätte ich am liebsten gefesselt. Habe ich aber nicht getan. No, habe ich nicht getan. Es gab da auch Tage, muss ich sagen, wo ich einfach auch nur übelst fertig war. Ich musste immer sehr, sehr früh aufstehen und gerade am Nachmittag war ich so müde, so nicht schwindlig, aber einfach nur tot. No, ich bin eingeschlafen an einigen Stellen im Gebäude. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so Minutenschlaf habt. Da weiß man aber auch gar nicht, ob es real ist. Na, gerade wenn die Sonne schien und so ein heißer Tag war, dachte man, oh, ist das eine Fata Morgana? Ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren und selbst da war ich so müde, ich wäre fast gegen den Baum gefahren. Aber das kam ganz, ganz selten vor. Normalerweise bin ich immer mit meinem Kumpel zu zweit gefahren, das war immer ganz cool. Konnte uns da so ein bisschen unterhalten und wenn der eine müde war, hat der eine auf den anderen aufgepasst. Da hat er dann so gemeint, guck mal ordentlich hin. Na, fahr ordentlich. Es war schon sehr, sehr schön. Zu dieser Zeit waren noch die Nachrichten manipulativ wie eh und je. Und es sind auch nach wie vor schlimme Dinge auf der Welt passiert. Der ein oder andere Tsunami war dabei. Und viele waren sehr, sehr aggressiv. Ich ging ja hier durch Leipzig durch und jeder wollte mal fighten.
Naja, das war eine sehr unruhige Zeit. Aber wir haben alles ganz gut überstanden. Ne? Irgendwann habe ich dann mein Studium angefangen und es war auch alles schön und gut. Mir hat vor allen Dingen da das Setting sehr gut gefallen. Wir konnten unsere Stunden frei zusammensetzen, welche Fächer wir wann machen wollen, und ich hatte die ersten 3 Semester sehr, sehr viel zu tun. Aber mein Körper konnte ich trotzdem ganz gut fit halten. Ne? Das war das Urgespräch heute. Und ich bin da halt viel Fahrrad gefahren. Ne? Auch bei jedem Wetter, Regen, Schnee, alles. Habe ich gesagt, da musst du aufs Fahrrad ein bisschen aufpassen, dass alles gut hält und es immer wieder reparieren. Und manchmal auch, sag ich mal, ein bisschen blank polieren. Weil manchmal war ich so nah dran und hätte einen Unfall gemacht, nur weil das Rad nicht richtig funktioniert hat. Das darf natürlich nicht passieren. Naja, und wie gesagt, Ernährung hat damals keine Rolle gespielt. Wenn ich bewege, ist alles gut. Ne? Heute muss ich ja schon richtig aufpassen, den Reis richtig zu garen. Ne? Und ich weigere mich auch, Brötchen zu essen. Mache ich nicht. Ne? Ganz schlimme Kohlenhydrate. Pass auf. Damals, total egal. Damals war ich ein Schlund. Ich konnte, wie gesagt, alles essen. Ne? Schokolade mit Sahne, Nuss-Joghurt, ging halt alles. Aber heute ist das um einiges schwieriger. Gut, damit sind wir am Ende. Ich gehe jetzt wieder ein kleines bisschen Musik hören, versuche wieder nostalgisch zu werden, ein bisschen zu entspannen. Mein Lieblingslied war früher übrigens Cry Me a River. Alles klar, meine Freunde, haut rein und viel Spaß beim Ranked, ihr Söder. Tschüss.